Leute, was geht ab, Leute? Hunger. Ich bin gerade auf dem Weg zum Farmen. Ich bin noch zu Hause auf dem Weg zur U-Bahn. Bam, shiny Onyx. Alter, es läuft richtig krass. Check das Video von gestern ab, da lief es bereits richtig krass. Und heute fängt das Video auch schon richtig krass an. Falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, gebt einen Kommentar und gebt ein Abo. Vor allem für shiny Onyx, Leute. Gebt ein Like für shiny Onyx. Okay, wir haben schnell mal ein Quasi Raid mitgenommen, freier Tagespass. Hat sich leider überhaupt nicht gelohnt. Schade. Shiny! Oh mein Gott, er gönnt so gar nicht. So, wir nehmen noch ein Quasi Raid mit. Dimi hat das im Gespür, dass er da was Gutes bekommt, deswegen. Wir haben gerade eine richtig verrückte Story zugehört. So ein Reiseführer hat echt keine Ahnung, was erzählt. So, schauen wir mal. Kein 100er für mich. Und kein Shiny für mich. Schade. Kein Shiny und kein 100er. Top. Schaut mal, was da steht, Leute. Sternenstaub. Wenn das kein Zeichen ist. Sternenstaub-Update. Wir haben eine Runde gedreht, die war ein bisschen entspannt, musste ein bisschen arbeiten, wir haben was zu trinken geholt, wir haben ein bisschen gequatscht über Yu-Gi-Oh!, andere Sachen, Arbeit, dies, das. Am 20. kommt ein krasses Spiel, Yu-Gi-Oh! Spiel für die Switch raus. Das werden wir uns holen und wahrscheinlich werden dazu Videos kommen. Aber wir haben jetzt 3,7 Millionen, 0,33. Also die 4 Millionen will ich auf jeden Fall heute knacken. Das geht nur, wenn wir jetzt ein bisschen reinhauen. Hast du gehört? Okay, wir haben hier mal einen Fünfer. Aus den Fünfern können ein paar gute Sachen kommen. So schlecht sind sie nicht. Also ein 100er von dem könnte ich noch gebrauchen. Auf jeden Fall, Dimi ist jetzt weg. Herzschlapp gemacht, aber hat auch eine Kloschüssel dabei. Die wiegt natürlich ein bisschen was. Kann man nicht unendlich farmen damit. Einen 10er haben wir auch. Überraschend. Und? Die Zähne, Mann, die sind so schlecht. Ihr seht, wir haben 3,8 Millionen. Also 4,5 wäre unser Ziel gewesen. Wir haben jetzt um die, nicht ganz 200.000 gemacht. 160 irgendwie sowas. 170, glaube ich, in 2,5 Stunden. Das waren natürlich sehr, sehr langsame 2,5 Stunden. Jetzt, wo Dimi weg ist, können wir loslegen. Jetzt können wir ein bisschen reinhauen. Und die 4,5 werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber schauen wir mal, wie viel ich schaffen werde. Die haben sich da hingelegt, demonstrieren, glaube ich, zwecks Klimawandel. Ist natürlich ein ernstes Thema. Ich meine, Alter, ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Herbst hatte. Es geht eigentlich direkt von Winter direkt in den Sommer. Ja, ist schon, wie gesagt, ein sehr ernstes Thema. Wir müssen was tun, das auf jeden Fall. Ich mache ja die Nachrichten-Clip-Videos für diese eine Agentur in der Früh. Und ich habe jetzt schon so viele Clips gemacht mit Klimawandel, die Polare schmelzen, dies, das, also schön heftig. Aber jetzt müssen wir erstmal Staub machen. Sternstaub ist auch heftig. 100er für den nächsten C-Day wäre nice. 663 ist kein 100er, aber schon relativ hoch. Nächstes Update, Leute. Die Kraft schwindet. Die Motivation sinkt, die Füße sind müde. Rabauts, 100er würde ich mir schon gönnen. Das ist aber kein 100er. Update. Nicht so ein großes Update. Wir haben nicht mal die 4 Millionen geknackt. Werden wir demnächst noch, aber ich bin K.O., ich bin müde. Das ist jetzt Tag 3, an dem ich durchzocke. Ah ja, ich will nicht mehr. Also, die 10 Millionen, das wird nichts auf jeden Fall. Ich weiß nicht mal, ob ich die 8 Millionen knacken werde. Es sind noch 4 Tage, ich müsste jeden Tag 1 Million schaffen.
bin ich auf am Tag eigentlich nur so 700, 800, 900.000. Also ich schaffe nicht mal die 8 Millionen. Das war so ein Ziel, das war vielleicht auch zu hoch gesteckt. Ich dachte, ich schaffe am Tag locker 1 bis 1,2 irgendwie sowas. Aber wir sind nicht mehr die Jüngsten, wir sind nicht mehr die Fittesten. Wir haben nicht mehr unbegrenzt Zeit. Da habe ich mich leider einen Ticken überschätzt, aber versuche trotzdem noch ein bisschen Stopp zu machen, das auf jeden Fall noch. Ups, ich habe aus Versehen drauf geklickt. Es ist ein Lavita. Wir machen langsam Schluss. Ich mache heute frühzeitig Schluss, ich kann nicht mehr. Und ich brauche noch die Energie für morgen. Beziehungsweise, wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist es wahrscheinlich gerade Suicune Raid Day. 557 nicht so toll. Es müssen aber zwei Zehner sein. Schauen wir mal. Onyx. Wir haben mit einem Shiny Onyx gestartet. Der ist leider nicht shiny. Ja, ein Zehner haben wir noch. Kommt noch ein Knaller? Kommt noch ein Knaller für dieses Video? Selbst 100er wäre kein Knaller. Hm. 12.000 Staub, das ist ein Knaller. Ja. Ich glaube, das war's. Sternstaub-Update. Kurz vor 4 Millionen. Also die 4 Millionen knacken auf jeden Fall noch. Die Runde mache ich noch zu Ende. Ein 10er haben wir noch. Dann packen wir es nach Hause und zu Hause erwartet uns noch ein Glückstausch. Ich weiß noch nicht, was der Kollege will. Und ich weiß noch nicht, was ich bekomme, aber wir werden schon herausfinden. Ja. 1081 würde ich schon nehmen, meinen dritten. Hm, 1075. So, möglicherweise ein 98er. 96er. So, es ist schon dunkel. Ich bin auf dem Heimweg, endlich. Wie gesagt, habe noch den Glückstausch gemacht mit dem Kollegen. Endlich mal einer, der mir nicht irgendein C-Day-Pokémon Shiny andrehen will. Wisst ihr, jeder Glücksfreund will mir irgendein C-Day-Shiny andrehen. Ich sammle halt die seltenen, damit ich die irgendwann mal 1:1 tauschen kann. Aber bisher will jeder mir ein C-Day-Shiny andrehen. Ich hätte halt am liebsten das seltenste Shiny, was sie hätten. 1:1 würde ich das halt tauschen. Also ich würde sie nicht wegnehmen wollen. Und die sagen halt dann immer, ja, ich habe nur eins, ich will das hergeben. Aber ich würde ihnen dasselbe ja zurückgeben. Also sie würden das ja nicht hergeben, also verlieren. Aber naja. Nehme ich halt, solange ich noch nicht alle C-Day-Shinies habe, die ganzen C-Days, und danach wird es halt schwierig. Aber es wird halt schwierig in der Zukunft, wenn die Leute weiterhin nicht bereit sind, auch andere Shinies herzugeben, die nicht C-Day-Shinies sind. Einfach so, keine Ahnung, Shiny Pandir gegen Shiny Pandir will ich halt machen, aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich das in der Zukunft verhält, wie das so weitergeht mit meiner Shiny Lucky Sammlung. Ich habe mal nachgeschaut, es fehlen mir noch 106. Jetzt nur noch 105. Aber demnächst kommen noch mal zwei dazu, drei mit Suicune, also das kann noch eine Weile dauern, Leute. Wir sehen uns zu Hause mit dem Fazit von heute. So, es ist Samstagmorgen. Ich mache mich bereit, drehe noch ein paar Videos, das Suicune-Info-Video. Und dann gehe ich raus, bisschen farmen und dann Suicune Raid Day. Ich werde, glaube ich, nicht alle drei Stunden durchzocken. Wir haben dann eine Route und bei Arena 33 oder so höre ich auf und die anderen wollen 42, 43 machen, weil 42 ist der Rekord und mit 43 würden sie den Rekord brechen. Es sei denn, bis Trade 33 habe ich noch kein Shiny, da muss ich natürlich weitermachen. Euch viel Glück, viel Erfolg heute, also wenn ihr dieses Video hier seht, dann läuft ja der Suicune Raid Day und ihr seid hoffentlich unterwegs und seht das erst danach. Dann hoffe ich, hattet ihr eine gute Ausbeute. Ausbeute könnt ihr morgen dann unten in die Kommentare schreiben, weil das Video kommt natürlich erst morgen. Bin gespannt, wie viel Staub ich heute machen kann. Ich bin momentan bei 4,2 Millionen ungefähr. Ich meine, ich werde jetzt auch ein bisschen schütteln, während ich nebenbei die Videos mache und esse, aber ich komme wahrscheinlich nicht mal auf die 4,5. Also ich bin froh, wenn ich auf 4,3 irgendwas komme. Und dann heute wahrscheinlich die 5. Das ist dann Samstag 5. Keine Ahnung, Sonntag, wenn ich überkrass bin, 6. Dann Montag, Dienstag zusammen wahrscheinlich 7,5. Also ich komme wahrscheinlich auf 7,5. Wenn ich noch Gas gebe, also wenn ich nicht Gas gebe, wahrscheinlich nur auf die 7, was ja 3 Millionen unter meinem Ziel ist. Ah, schauen wir mal. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab,
Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.